Patrick, wir haben 1,2 Grad wärmere Durchschnittstemperaturen als vor dem industriellen Zeitalter. Heute wurde der deutsche Strombedarf zu 27% aus erneuerbaren Energien gedeckt. 65% der deutschen Fläche leiden unter Dürre und der Meeresspiegel ist seit 1880 um 25 Zentimeter gestiegen. Und während ich das hier spreche, sind circa 9 Fußballfelder im Regenwald gerodet, trotz eines neuen Präsidenten in Brasilien. Das als Ergänzung. Patrick, wie geht's dir?